Hallo Leute und schön, dass ihr hier seid bei Minecraft mit der Mistkäfer. Und Edcrafter 27. Genau. Wie ich ja angekündigt Danke. habe, will ich ja eine Staffel starten noch und das mal mit der Mistkäfer. Und ich mit Edcrafter. Hä, wo ist denn der Stein jetzt denn? Habe ich den geworfen Ja. oder was? Geil, man kann den Stein werfen. Okay. Einfach mit Ein Rechtsklick. Stein. Werf dir einen Kopf. Problem ist, er kriegt keine Wurfbahn. Gut, wir sind schon ein paar Mal verreckt, also nur keine Sorge. Nur keine Sorge. Und vielleicht die erste wichtige Neuerung. Wir spielen jetzt auf der 1.10.2. Ganz Genau. offiziell. Die 1.11 haben auch Modpack, aber das ist halt schon ein bisschen früh, da gibt es noch keine guten Mods. Mein Forge kam da erst vor Ja, am kann man 14. oder? 16 raus. Keine Oder Ahnung. 16. Kam vor 2 Wochen, sagen wir mal so, raus. Und da gibt es noch nicht Genau groß deswegen. Mods. Und deshalb spielen wir jetzt erstmal auf der 1.10.2. Nur das ist ja auch schon ein großer Versionswechsel, wenn man sich vorstellt, dass wir sonst Ja. immer auf der 1.10.10 gespielt haben. Genau, ja. Und dieses Modpack hat 230 Mods. Ihr braucht mindestens 7 GB Arbeitsspeicher, um dieses Modpack zum Laufen zu kriegen. Das ist eine Nebensache. So, jetzt wisst ihr alles Wichtige, sprich, wir sind wahnsinnig und das ist gut. Genau, also mal Wegpunkte löschen. Ich bin jetzt bei blauen, das heißt, den kann man removen. Kann man mal die ganzen Grabsteine wieder zusammensuchen. Aber ist das bei dir schon immer auch nicht so klein irgendwie? Der Was meinst du Pfeil und jetzt? ja, der Pfeil und so, das war ja alles mal größer. Das hat sich alles ein bisschen geändert. Oder ist das nur, weil ich. Nee, in 2K hat das nichts zu tun. Ich sehe mich ja fast nicht. Wenn der Name nicht wäre, dann würde ich mich gar nicht sehen, gescheit. Und die Tiere, das ist ja nur irgendwelche Punkte und das war's. Also die Size, wenn wir die Size auf 70 stellen, was passiert dann? Achso, dann ist die noch größer. Ja. Das, aber es gibt Denk. eine Font-Skala. Wenn wir die Font-Skala auf 3 nehmen, dann ist alles riesig. Sprich, auf 2 ist auch Option. alles riesig. Aber wenn dadurch der Pfeil nicht größer, sondern nur der Name. Ja, das ist ja nur der Text sozusagen. Circuit, Kompass, Front Size. Die können wir auch ein bisschen größer machen. Ja. Machen wir auf 2. Mob Display. Small, Large. Ja, schon besser, wenn man das Mob-Dings auf Large stellt. Ist schon mal ein bisschen besser. Mob-Display. Large-Stocks. Dann haben wir ja auch noch die Maps-Größe. Und Player kann man auch auf Large, okay. Was? Das ist der Mob-Display und Player-Display. Also da. Dann wird wenigstens schon mal Large-Stocks. das. So, unser eigener Fall nicht, nur der ist eher damit. Dann auf Nord ausgerichtet. Wie kann ich die gesamte Map kleiner machen? Size. Sei es da, Unterwegs. okay. Weil die ist schon ein bisschen groß. Und Map Heading wahrscheinlich wieder auf My Heading, sprich oben ist da, wo du gerade hinschaust. Old Nord Meierdinger. Schaut schon Da mal hätten ein wir es bisschen doch. besser Sie aus. dreht sich. Ich sehe meinen Pfeil. Genau, die sehe ich, die Aus. Tiere sind ein bisschen größer. Die habe ich nicht größer gestellt. Ja doch, die waren ziemlich klein bei mir, da hast du ja nicht mal gesehen. Das passt schon so. Sehe eh nur Tiere. Wir Dein brauchen Kopf. Essen. Gut, ja, wir müssen mal anfangen überhaupt, oder? Ja, natürlich. Weil wir brauchen einen Baum. Ja, hier überall ist irgendwo Weizen rum. Das wird so randommäßig gepflanzt, habe ich gesehen. Ich kann ja meine Todespunkte mal einklauen, da habe ich schon Weizen. Hier liege ich und bin tot. Können wir da auch unsere Startsachen immer wieder? Ich habe die Startsachen schon wieder. Die sind in meinem Grab dort oben. So, ich bin jetzt bei welchen? Beim Türkisen. Kann man den auch wegtun. Da habe ich noch einen. Räum auf. Weil in der Dev-Info wird auch aufgelistet, welche Sachen man bei sich hat. Ja. Kannst dann sagen, aber in meiner Dev-Info steht, dass ich da mit den Items gestorben bin. Das möchte ich gern wieder haben von dir. Ja. Ja. Kann nicht rennen. Das Leben ist grausam. Können gleich Schafe mitnehmen. Und unsere Bäume. Vor allem die ultimativen Bomben. Und wir spielen mit Mock Rangers.
Genau. Mal schauen, ob wir das drin lassen oder nicht. Weil das braucht halt schon ein bisschen Performance. Wie gesagt, mit 10 GB braucht das Modpack Aber wie groß jetzt. sind denn diese Erdbeeren? Keine Ahnung. Hier auf dem Boden liegen als Items. Habe ich gar nicht gesehen noch. Tust du auch Wolle sammeln? Wir uns ein Bett bauen, dass wir nicht wieder sterben die Nacht. Genau, deswegen meine ich ja. 3 Wolle habe ich schon. Und wir 4 kriegen und hier auch Blutbeck. Fleisch. Und, oh, geil. Ich habe schon mal einen Zauberstab, mit dem wir Licht machen können. Und ein Emerald Crystal, irgendwas Block. Nee, nicht Emerald. Da ist sein Grab. Mein Grab da drüben. Ja, ich muss mal jetzt auch noch holen gehen. Hier geblieben. Alter, du brauchst echt ewig, bis so ein Greif Schaf mich kaputt ist. an. Normalerweise. Was? Wenn mich die Schlange normalerweise angreift. Ja, ich glaube schon. Kommt ihr auch Blöcke hoch? Das weiß ich nicht. Auf alle Fälle, mich hat sie getötet, deswegen. Aber nicht ran. Ups. Problem ist, dann kann sie mich ja wieder angreifen. Du bist ein ganz schönes Mistvieh. So, Weizen, Weizen, dann können wir hier noch mal ein bisschen Seed reinklatschen. So. Gut, was gibt's noch sozusagen? Problem ist halt immer von der Hitbox von den Kackdingern. Von welchen Dingen meinst du jetzt? Ja, von Schlangen und so. Brauchst Hilfe? Wäre vielleicht nicht schlecht, weil ich treffe sie halt nicht. Gleich tot, ja. Wir haben es geschafft. Alter, wir Drei sind auch Herzen. Tot. Ja, schau mal. Alter, was ist das verkehrt? Erdbeere. Eine Riesenerdbeere. Wir brauchen mal Holz. Ja, wir die brauchen Bäume. Ofen. Wo habe ich denn jetzt die Wolle hingetan? Ja, eben. Deswegen. Ich habe 6 Wolle schon. Weil es gleich wieder Abend. Ja, deswegen mal Holz, dann können wir Ofen machen, dann können wir Und Fleisch braten, weil ich habe ein Hunger. Bett. Ein Quartier für die Nacht. Du Aber könntest nur noch vielleicht schon ein 20 Minuten. bisschen Gras zusammensuchen für ein kleines Häuschen. Ich mach Holz. Wie inwiefern jetzt Gras, hä? Ja, ein kleines Häuschen bauen, wo wir 2 Betten reinkriegen. Weil Was das ist meinst du geil. mit Gras? Erde. Gras, Erde, Gras, Erde, Gras. Ja, und was ist mit Gras? Einen kleinen Raum machen, wo wir dann unsere Betten reinstellen können. Holz ist ja viel effektiver. Ja, das Holz brauchen wir aber, deswegen meinte ich ja. In dem Gras. Nein, Holz kriegen wir genug. Ja. Bräuchte eigentlich nur eine Spitzhacke, dann müsste ja den ganzen Baum sich abdingen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir mal ein kleines. Bleiben wir gleich hier, machen wir hier irgendwo hin, sowas. Muss ja nicht groß sein. So, irgendwie. Das noch weg da. Ja, nur 2 Betten nebeneinander Ja, ein hingehen und Ofen. auf dem Promenad. Und natürlich Dach muss drauf. Oh Gott. Ja, setz dich rein, komm rein. Ich habe ja nochmal diesen Fackeltypen, ne? So. Bam. Lichti. So, jetzt wäre es noch schön, wenn du einen Crafting-Table zusammenkriegst. Ja, kriege ich noch zusammen. Mach schon mal zu. Sind wir schon mal sicher. Kriege ich sogar 2 zusammen. Einer reicht auch. Ich meine, wir brauchen ja noch Holz für die Betten. Habe ich. Erst noch Wolle. Achso, wir haben den einen Mod nicht rein für den besseren Crafting-Table. Den könnten wir eventuell noch reintun. Nee, der lief irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Damit dann nicht immer alles rausfällt. So. Und so. Und Gute gute Nacht. Nacht. Hauptsächlich die ganzen Todesmeldungen in den Chat. Hey. Bam. Immer noch Rang 1. Wo du bist jetzt ja Rang 1. Das Also unser macht Haus, das ist doch schon mal sehr gemütlich. durchaus. Wir brauchen gleich mal Kisten. Ja, schon das Holz geht kaputt. Kisten bauen wir mal. Hier. Wir brauchen Hey. Stein.
Raus hier, du Ziege, du. Weg da, hopp. Dämliche Ziege. So, so und so. Zack, zack. Ich organisiere uns ein bisschen Stein, da können wir gleich Dings bauen. Steinspitzhacke. Haben wir gleich. Alter! Diese dämliche Ziege da! Die verfolgt mich! Ganz wichtig. Was ist ganz wichtig? Alter! Eine Crafting. Die scheiß Ziege. Die geht mir auf den Sack. Greift die mich an, wenn ich sie angreife? Okay. Ich weiß es nicht. So. Das Problem ist, dass die mich hier nicht rauslässt. Doch jetzt. Aber die steht trotzdem im Weg. Weg damit dir. Oh, dummes Vieh, du. Tja, die geht immer dahin, wo ich bin. Wenn ich ein neues Loch mache, stellt sie doch mal ein bisschen Stein nach Hause. Ja, jetzt komme ich schon. Da muss ich nämlich mir nicht auch noch eine Holzspitzhacke machen. Also, du siehst ja nicht, was ich in Crafting Table mache, gell? Oh, jetzt habe ich sie wieder aufgesammelt. Ja. Die scheiße Ziege da. Hinter habe ich sie irgendwo hingeklatscht. Zwischen den Betten, glaube ich. Also, da drüben haben wir auch schon eine Kiste. Aber hier gibt es ja nichts. Ja. Was? Wo hast du die jetzt hingeklatscht? Was denn, die irgendwo hingeschmissen? Ich hab die aber ja nicht aufgesammelt. Warte, dann muss ich nochmal holen. Ich hab's auch nicht. Muss ich noch was abbauen? Gar nicht. Das ist ja. Warte nicht, du gleich mehr abbauen, weil jetzt habe ich eh schon die Steine, dann können wir gleich mehr machen. Alter. Achso, das warst du. Ich dachte schon wieder die Ziege. Kohle noch? Hey, ich will Stein! Warte. Wenn du weggehst, dann kann ich den Stein geben. Weg da! Ich kann ja nichts Dinge mit. Alter! Weg bist. Oder nur drei Steine. Ich baue gleich Kohle auf Schnapp. Alles einfach selber. Diese verdammte Ziege hier. Und ich muss dieses Autospringen da ausschalten. Wo kann man das ausschalten? Der Kontrolle ist. In Kontrolle. Das ist schon mal das sowas. Recht. Das ist nicht. Was ist denn jetzt verkehrt? Was? Aha, man kann so auch craften, man muss gar nicht in Crafting Table reingehen. Und da verkehrt. Nee. Hä? Inwiefern, was meinst du? Auf dem Crafting Table. Ja, siehst du, ich tue die Axt da, rechtsklick drauf. Auf dem Crafting Table, zack, liegt die Axt da. Ja, das ist wahrscheinlich immer drin. Also kann ich jetzt so craften? Nee, geht nicht, das geht nur die Axt, kannst du hinlegen. Und den Dings, den Stick, aber craften kannst du nicht. Ich habe einen Voidkristall bekommen, keine Ahnung, was der macht. War der ganze Schmodder hier rein da? Was besseres? Wenn wir jetzt den Baum abbauen? Warum geht da nicht alles ab? Weil wir den Void wieder rausgenommen haben. Der hat ja Fehler gemacht. Oder wir haben keinen Alternativmod genommen. Genau, wir haben noch keinen Alternativmod genommen. Hätten ja, aber irgendwie hier ein bisschen. Jo, finde ich nicht gut. Müssen wir halt dann. Hast du noch Holz? Was kann ich dir geben? So. Ich würde gerne die Ziege umbringen, aber ich weiß nicht, ob sie angreift. Ich habe halt nur zwei Herzen. Na, ich auch nur drei. So, jetzt gehen wir weg hier. Gut. Na komm. Bring sie einfach um. Meine wir dumme ja Frage. Gemeinsam auf sie draufkloppen, dann hat sie endlich keine Chance. Kann das sein, dass die Ziege unsere Items gefressen hat? Ich habe den Crafting Table abgebaut. Die Ziege hat runtergeschaut und hat gegessen. Und der Crafting Table ist dann weg. Bringen wir die Ziege um. Ja, dann töte sie. Du hast uns Items Licht. Gefressen. Aber das könnte Weiß sein, oder? Vielleicht ist da eine ganze Mist verschwunden. Eben. Und sogar mit R kannst du dein Inventar sortieren. Stimmt, wir sind ja nicht in der 1.11. Geht das?
Also du hast jetzt einen anderen Crafting-Table gebaut und da liegt es jetzt aber auch drauf.